Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hottos Andersgarten. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und gleich geht's los. Guckt euch das an. Auf dem kleinen Stückchen hier haben wir doch etliche Schmetterlinge und sogar den Kaisermantel. Tagpfauenauge. Kaisermantel, Ochsenauge, das ist ihr ein hohes Sedum, leider nicht heimisch, aber ihr seht ja, es wird trotzdem angenommen. Zumindest als Nektarquelle. Das ist ein Männchen. Das sieht man an diesen Streifen. Das sind Duftstreifen. Das haben die Weibchen nicht. Mal noch mal zum Tagpfauenauge. Hier war mal kurz die schwarze Holzbiene zu Besuch und ich zeige jetzt mal hier eine der Tafeln vom Wildbienenlehrpfad. Da hatte ich eine Anfrage von der lieben Petra und jetzt halte ich die mal so fest, dass man es auch vielleicht lesen kann. Die haben schon gute Dienste geleistet, wenn wir nämlich zum Tag der offenen Gärten auf hatten und mal nicht so schönes Wetter war. Dann konnte man zumindest hier ein paar Insekten drauf sehen und was lernen. Liebe Petra, ich hoffe mal, dass man das gut lesen konnte. Auch wenn hier die Sonne sich spiegelt. Aber ich habe mich bemüht, deine Anfrage gebührend zu beantworten. Liebe Grüße. Und einen ganz lieben Gruß an Lara Werdenbruch. Sollte sie jemals eins meiner Videos sehen. Ich freue mich, dass ihre Illustrationen hier auf diesen Schildern in meinem kleinen Garten stehen können. Und ich habe gleich mal nachgeschaut, welcher Falter das ist, den wir da gesehen haben. Es handelt sich um den Perlgrasfalter oder auch weißbindiges Wiesenvögelchen. Und wir haben ein Weibchen gehabt. Erkenntlich an dem einen Punkt, den es am Vorderflügel hat.
Hier unter dieser Pflanze ist ein Hummelnest, das heißt der Eingang. Die Hummeln werden da unten einen Wühlmausgang gefunden haben und dort ihr Nest gebaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne wieder in den Garten schauen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Das ist kostenlos und ihr werdet dadurch immer wieder daran erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich mit lieben Grüßen, eure Gitta aus dem Hortus Andersgarten.